Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des 19 PS4 hier auf der Vorpommer Rügen. Ja, wir starten natürlich hier in die neue Woche mit Escherfahren. Ja, haben wir gestern schon gemacht, ne? Und ich denke mal, wird uns auch noch eine Weile bekleiden, bis die zwei Felder ab sind. Aber man merkt schon, mit zwei Treschern geht es echt schneller. Aber trotzdem haben die ganz schön zu tun. Meine Felder sind jetzt auch nicht gerade klein. Natürlich richtig, aber der Drescher ist ja gleich voll. Auch mal. Ich vermute mal, der andere wird sich auch gleich melden. Oh. Da steht ja so rum günstig, kann man einfach irgendwann runterstellen. Ja, wir haben schon gesagt, wir wollen ja unten die Strohballen pressen. Die wollten wir schnellstmöglich pressen, damit wir die Maschine ansetzen können. Wir haben noch nicht einen gepresst. So, ja, und wir zuerst wollen. So, nehmen wir den ja auch gleich mal mit. So, den wollten wir ja mal ausladen fahren. Passt das natürlich überhaupt nicht dann hier jetzt macht, oder? Noch viel zu tun hier. So, ab damit ins Lager. Und fährt nicht geradeaus mit dem Gewicht hinten dran hier oder also mit der Last. So, wir wollten ja gleich die Sämaschine können wir eh nicht losschicken. Weil wir wollten ja eigentlich Eis ansehen, müssen wir natürlich vorher erstmal kuppern. So, der Klaas ist ja schon die Wände geschafft. Wir können nochmal abbunkern. Zu halten hier. So, und wo ist jetzt hier unser T8 mit der Ballenpresse? Genau hier.
wird das hier ja gar nicht mehr. Hätte schon Bock, dass so eine große Glaspresse, aber geldtechnisch sieht es da gut aus. Ein bisschen kann man schlecht beeinflussen. Ja, es lagen auch noch ein paar Heuballen drauf auf unserem Trailer, ne? Wenn ich mich recht entsinne. Das wird unser Gerste-Drescher sein, der hier voll ist. Einen pressen wir auch noch runter. Eigentlich gut, dass er hier voll ist, dann können wir hier gleich noch mal gucken, dass er passend ist. Wir müssen ja weit oben stehen. Ja, 69% haben wir schon im LKW drin. Wenn wir den jetzt hier von Hand umsetzen, wenn das nächste Mal hochkommt, müsst Vorgewände oben ordentlich greifen.
Und nicht so viel Zickzack fahren, da kann man das Stroh da nicht einsammeln hier. Da wird nämlich sonst nichts. Wenn er sich nicht stört, müsste er es eigentlich schaffen. Ja, das werden wir noch erleben, wenn wir also hier sind. So, den brauchen wir noch nicht. Wir brauchen eigentlich. Wir brauchen. Erst. Drin. Meine Ballen kommen schon ganz schön was zusammen, wenn ich das ja schon so sehe. Den Glas werden wir einfach abtanken. Wurde das alles da angegriffen? Wollten abbunkern. Weil ich mich hier auf meinen anderen Bildschirm ablenken lassen. So schnell geht das dann. Ich denke mal, er wird jetzt anhalten und wird sich dann noch komplett leer machen. Ja, erwartet, gut. Richtung. Und ja. Voll. Können wir mindestens noch eine Ball, Reihe Ballen fressen.
Ja, Mission, die was bringt, können wir auch noch gucken. Ne? Oh, wir sind total vorbeigefahren, ja. Bei mir sollten nicht zwei Sachen haben. Ich bleib jetzt so. So, die Reihe fertig haben wir unseren Treasure gucken. Der Fall ist er, weil er steht ja schon da, Meldung war ja auch schon da. So, Feld 4 kann natürlich auch gestriegelt werden. Wir müssen einfach rausnehmen. Also wenn der fertig ist, geht es so weiter. Und dann jetzt nicht weiter ab. Komische Sache. So, leer ist er. Der LKW sieht auch schon noch gut gefüllt aus. Die Zeit rennt ja auch wie im Flug. Helfer stellen wir ja mal noch ein. Dann werden wir mal gucken, wie es morgen weitergeht. Also sag mal vielen Dank fürs Einschalten. Sehen wir uns ja morgen wieder. Bis dahin und tschüss.